Hübschen, es ist Dienstag und wir haben es jetzt 7 Uhr. Ich fahre jetzt gleich zur Arbeit, also das heißt, ich werde jetzt mal so vloggen, dass ich entweder morgens anfange vor der Arbeit und dann danach weitermache, weil ich ja nun zwischendurch nicht frei habe. Und nur Wochenende im Vlog finde ich ein bisschen wenig. Mal gucken, ob ich noch Standards-Videos dazwischen haue, vom Prinzip her. Also wenn ihr Video-Ideen habt, dann schreibt sie mir doch gerne. Also, gibt ja einiges, was man noch so abdrehen könnte. Also, wie gesagt, ich würde gerne vielleicht diese Kleinkind-Favoriten davon Update drehen. Also, schlagt einfach was vor. Wenn ihr Ideen, Vorschläge oder Wünsche habt, dann können wir das gerne tun. Und da habe ich auch ein paar Anregungen, was euch am besten gefällt. Und ja, ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee für unterwegs, weil ich frühstücke zu Hause nicht. Ist nicht so meins. Und deswegen trinke ich unterwegs einen Kaffee. Ich höre mich auch noch ein bisschen müde an. Bin ich auch. Die Nacht war kurz. Mogi war ziemlich lange wach. Aber ist nicht zu ändern. So, also ich mache mir jetzt erstmal meinen Kaffee. So, fertig. Ich habe leider keinen Thermobecher mehr. Die sind alle im Abwasch bzw. im Spüler. Deswegen muss so ein Glas herhalten. Ich hoffe, es gibt mich nicht um. Ist ja immer so ein Drama im Auto. Wenn so einen großen Becher hält, da hat ja niemand. Ja, und ich werde jetzt erstmal losfahren. So, ich habe jetzt Feierabend und habe mich jetzt gerade mit meiner Mama hier bei Fehmarn getroffen. Das ist nämlich direkt in der Ecke und habe ihre Parkuhr mal kurz umgestellt, damit sie keinen Strafzettel bekommt, so wie ich. Muss ja nicht jeder mich nachmachen. Und ja, jetzt geht mein Tag sozusagen weiter. Wir haben es jetzt kurz vor 2:30. Ich habe ein bisschen länger gemacht, weil noch einiges raus musste und weg musste und ich das den Kollegen nicht überlassen wollte. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Die Sonne scheint total schön, aber es ist arschkalt. Ihr glaubt es nicht, es ist wirklich so schweinekalt bei euch bestimmt auch. Wir haben es jetzt 2:45. Ich war mit meiner Mama noch ein bisschen in der Stadt unterwegs, weil ich eigentlich noch einen Parker suche. Und das, ich finde das so schlimm, dass die Leute, also in den Läden natürlich, die können ja dafür nichts, ist ja klar, kriegen ja nur, ich muss euch mal kurz festhalten. Die kriegen ja natürlich auch nur die Lieferung, die sie bekommen halt. Und wir waren jetzt in so einigen Geschäften drin, also jetzt nicht so H&M und so, sondern wir waren jetzt bei Underground, wir waren bei S. Oliver, weil ich ja eigentlich noch einen Parker für mich suche, weil ich habe nur Jacken, die nicht wirklich über den Po gehen und mir ist das irgendwie ein bisschen zu kalt bei morgens minus 10 Grad. Kann man total vergessen, es ist bloß noch Ausverkauf der Parkers oder Jacken, was auch immer. Und es gibt halt meist dann auch bloß noch diese kleinen Größen, also 36, 38, wo ich mich nicht reinzwängen brauche. Also der Zug ist abgefahren. Und deswegen war ich natürlich vorhin schon wieder ein bisschen geschockt, als ich dann gehört habe, ja, und wir haben ja die nicht mehr da und es ist jetzt ausverkauft und wir haben jetzt schon die Sommermode drin. Und ich mir so denke, ich möchte mir aber einen Parker kaufen, wenn ich ihn brauche. Und nicht, wenn die Saison dafür ist. Ich meine mal, es war ja jetzt nicht so kalt, dass man jetzt hätte einen richtigen Parker gebraucht. Naja, hin oder her, keinen Parker gefunden. Ich wollte mir einen von Nakatano bestellen. Problem ist, Nakatano hat jetzt sein Aus angemeldet. Das heißt, es sind bloß noch die Größen verfügbar, die halt da sind. Die bekommen halt nichts mehr nachgeliefert. Und da sind meistens auch bloß nur die kleinen Größen da. Und ich glaube auch nicht, dass mir die größte Größe passen würde, weil die Pullover sind ja dann doch schon recht eng geschnitten, auch sehr auf Taille geschnitten, sodass ich nicht glaube, dass mir da ein Parker passen würde. Also von daher, ja, entweder ich steige jetzt auf mein geliebtes Zalando um, dass ich sage, okay, ich schaue da mal und bestelle dort meine Größe, wenn sie noch welche haben. Ansonsten, ja, gibt es halt keinen Parker. Muss ich halt mit den Jacken klarkommen, die ich habe. Was halt immer nur das Problem ist, vom Prinzip her steige ich eigentlich nur jetzt mittlerweile aus meinem Auto aus, gehe zu meiner Arbeitsstelle und da drin ist es warm. Eigentlich bräuchte ich auch gar keine Jacke, normalerweise ziehe ich keine Jacke an, aber bei minus 1,5 Grad und es ist windig, also das heißt, es ist eisig, habe ich dann doch schon mal gerne eine Jacke an. Also von daher, falls ihr gute Tipps habt, wo es noch große Größen, Parker gibt, am besten ohne Fell. Und wenn dann nur Kunstfell, also ich möchte wirklich kein Kaninchen, kein Hund, keine Katze an meinem Kragen zu hängen haben. Ich möchte das auch nicht unterstützen, weil mir eine Verkäuferin vorhin gesagt hat, dass sie können das ja auch abmachen. Nein, dann kaufe ich es ja trotzdem. Das ist ja mein Problem. Ich möchte kein
echtes Tier töten. So. Also, falls ihr Tipps habt, könnt ihr es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich tierisch drüber freuen, genauso wie Videovorschläge. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwas von mir hören müsst, ihr könnt mir auch Fragen stellen. Das würde ich vielleicht auch mal cool finden, so ein Q&A. Stellt mir einfach Fragen, die euch brennend interessieren würden. Und ich gebe euch dann im Video die Antworten dazu. Das wäre auch mal was Cooles. So, genug geschnattert. Ich bin jetzt gleich an der Kita. Wir sehen uns später. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen, eigentlich schon seit einer Weile. Wir haben jetzt schon Kaffee getrunken, also Castiel und ich Kaffee getrunken und einen Keks gegessen. Hatte ich jetzt vom Bäcker drei Kekse da mitgenommen, so eine Narrenkappen hießen die. Also ganz normaler Bürbeteig und außen war dann noch so eine Zuckerglasur, so ein Stück davon. Und dann mit so ganz dünnen Schokolade innen drin. War sehr lecker. Also Castiel hat jetzt nur ein, zwei Mal abgebissen. Ich denke mal, die werden in der Kita noch irgendwas gegessen haben, weil der riecht auch ganz nach Kuchen. Also irgend sowas wird es da schon gegeben haben. Und ich habe jetzt einen Keks gegessen, habe meinen Kaffee getrunken. Ich habe Castiel jetzt wieder eine Milch gemacht in der Hoffnung, er trinkt sie. Ich habe dann einen Klecks Honig mit reingemacht, aufgelöst und die Milch warm gemacht. Keine Chance, echt nicht. Also er nippt denn da einmal dran und spuckt es dann sogar wieder aus. Also es schmeckt ihm. Ich weiß nicht, warum es ihm nicht schmeckt. Also er hat eine Zeit lang gerne Milch getrunken und viel Milch getrunken und jetzt plötzlich möchte es nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Hoffen wir, dass er heute Abend sein Grieß isst und jetzt ist er gerade so ein bisschen schmusig und kuschelig und ich habe mich jetzt hier auf die Couch gesetzt, habe mir jetzt eine Decke geholt und sobald ich mich jetzt zudecke, wird er dann bestimmt auch gleich kommen und wird schmusern und kuscheln wollen und hat ja auch schon sein Gute-Nacht-Buch rangeholt. Also ich denke mal, der wird heute auf jeden Fall nicht lange wach bleiben. Aber ich auch nicht. Die Nächte sind echt momentan nicht so optimal. Ja, naja, bei uns läuft jetzt hier gerade noch ein bisschen Kindermusik und dann machen wir uns jetzt noch einen gemütlichen Nachmittag. Und ja, ich weiß nicht, wann Patrick kommt, keine Ahnung, ich denke mal um 7. Ich habe jetzt vom Edeka mitgenommen frischen Brokkoli. Und Kartoffeln habe ich noch hier und ein bisschen Reibekäse und wollte dann ein Kartoffel-Brokkoli-Gratin heute machen. Hatte ich mal irgendwie voll Bock drauf. Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sowas in die Richtung. Hatte ich mir gedacht. Habe ich mir auch so eine Knorrtüte mitgenommen für diese Soße drumherum. Weil die traue ich mir dann doch noch nicht zu. Ja, wird sich Patrick bestimmt freuen, aber ich hoffe, ich schaffe es noch bevor Castiel. Also wie gesagt, es ist 16:30. Deswegen werde ich mich, denke ich mal, um 5 spätestens ans Essen machen. So, der kleine Mogi ist jetzt im Bett und ich habe mich jetzt doch entschieden, Fisch zu machen. Den hatten wir noch eingefroren. 4 solcher Stücken. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Fisch ist, weil ich nochmal von meiner Mama bekomme. Aber ja, weil das Gratin, Patrick kommt ja erst gegen 9 und da brauche ich das jetzt nicht mehr machen. Wenn ich dann auch zu spät, mache ich dann lieber, wenn wir beide zu Hause sind, also am Wochenende. Ich hoffe, der Brokkoli hält sich noch so lange. Und dann mache ich das nämlich am Wochenende. Das ist jetzt dieser Fisch, den gibt es dann auch ohne was, obwohl ich überlegt hatte, Buttergemüse dazu zu machen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wenn Patrick um 9 kommt, ob der dann überhaupt noch was Warmes essen möchte. Meistens ist er dann so, dass er dann entweder gar nichts mehr isst oder halt bloß noch irgendeine Kleinigkeit schnell. Aber ich mache den jetzt erstmal und dann ja, ist er gemacht und wenn nicht, kann er den ja immer noch morgen essen. Und ich versuche vor allen Dingen auch schon nebenbei ein bisschen für meinen Geburtstag zu planen. Ich habe ja am 13. Februar Geburtstag und eigentlich wollte ich erst Kaffee machen, dass dann halt die Leute, die kommen möchten, zum Kaffee kommen können und dann ihr Kuchen essen und dann, ja, eventuell noch Abendbrot, weiß ich nicht. Aber wir haben uns dann jetzt doch umentschieden, wir gehen dann mit den Leuten abends essen und dann können wir uns dort bedienen lassen. Ich muss hier nichts machen und dann haben wir das Problem dann auch nicht. Beziehungsweise abends, wir gehen um 17 Uhr, weil mit Mobi funktioniert das ja nun mal nicht. Mit so einem kleinen Kind, dass wir erst um 18 Uhr fahren, bis man das Essen hat, bis man dann wieder zu Hause ist. Also wir fahren bis dahin schon eine halbe Stunde. Und das ist dann schon ein bisschen blöd. Ja, mein Mann fragt mich schon die ganze Zeit, was ich zum Geburtstag haben möchte. Ganz ehrlich, ich kann ihm darauf keine Antwort geben. Ich weiß es echt nicht, weil was wünscht man sich denn? Ich habe alles. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Ich bin glücklich. Ich habe ein gesundes Kind. Ich habe einen tollen Mann. Ich habe eine super tolle Familie.
Ich habe eine Wohnung, ich habe Essen. Ich atme, ich bin gesund. Ja. Ich weiß es echt nicht. Also ich bin da immer ein bisschen überfordert, weil ich dann immer so höre, was andere Leute so sagen. Oh, ich wünsche mir das, oh, ich wünsche mir das und das. Ich wüsste es ehrlich nicht. Auch wenn ich jetzt sagen würde, irgendwas Materielles oder so. Ich bin dann da immer so, aber es war schon, wo ich Teenager war. Ich bin dann immer so unschlüssig, wenn ich mir immer denke, meine Mama dann immer gesagt hat, okay, du darfst dir für das und das Geld irgendwas aussuchen. Ich habe ewig gebraucht oder erst gar nichts gefunden, weil ich mir immer gedacht habe, okay, du hast jetzt, sagen wir mal, 100 Euro. Was nimmst du jetzt dafür? Du willst was nehmen, was Sinn hat, worüber du dich freust und was toll ist. Und dann war das immer so, dann hatte ich eins in der Hand. Ach nee, dafür könntest du schon wieder was anderes nehmen. Ah, das ist immer alles verwirrend. Das ist halt ein richtiger Laber-Vlog, merke ich gerade, ne? Ja, auf jeden Fall, ja, mein Papa hat jetzt den Tisch schon bestellt. Ich hätte gern Fettburger gegessen, aber sowas gibt es leider bei uns in der Nähe nicht. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal googeln und nochmal schauen, dass ich da vielleicht noch was finde. Aber erstmal ist ein Tisch bestellt, ist erstmal wichtig. Das war alle unterkommen, weil meine Tante hat eine Woche danach Geburtstag und dann gehen wir ins selbe Restaurant. Ist ja auch irgendwie blöd, ne? Wie macht ihr das immer so an Geburtstagen? Also ich meine, ich werde jetzt 27, also ich bin noch keine 100, aber feiern, naja, es ist auch ein Dienstag, ne? Könnt ihr mir ja mal schreiben. So, und ich wollte mal wieder jemanden grüßen. Ich habe das immer in den letzten Vlogs total vergessen, bitte verzeiht mir. Und zwar habe ich mir heute rausgesucht, Janette Huber. Ja, du verfolgst ja meine Videos sehr, sehr lange und schreibst eigentlich immer einen Kommentar drunter. Und diesmal hattest du geschrieben, das war unter der Verlosung. Hey, erstmal wieder ein super Vlog. Ich muss sagen, mir gefallen deine Vlogs echt richtig gut. Ich würde so gern mal gewinnen, bla bla bla. Glocke aktiviert. Hab euch mega lieb und der Kleine ist so süß in der Latzhose. Ist echt super süß. Ja, also hiermit grüße ich dich, Patrick auch. Grüßen. Grüßt du? Grüße. An Janette. Grüße an Janette. Ja, also Janette, liebe Grüße an dich. Ich freue mich echt jedes Mal über deine Kommentare unter meinen Videos. Würde mich freuen, wenn du weiterhin dabei bleibst und ich von dir lesen kann. Und ja, beim nächsten Mal grüße ich dann wieder jemanden. Also schreib fleißig unten rein, Glocke aktiviert und dann, ja, grüße ich euch dann auch. Guten Morgen, es ist schon der nächste Tag und wir haben es jetzt 7:10. Das heißt, ich muss mich jetzt aufmachen zur Arbeit. Meine Uhr zeigt gerade 6:45 an. Hängt die schon wieder, wird schon wieder die Batterie alle sein. Muss ich dann mal heute Nachmittag wechseln. Ja, ich habe mir schon meinen Kaffee für unterwegs gemacht. Den brauche ich immer unterwegs und ich bin nicht so der Frühstücker. Seid ihr Frühstücker? Also setzt ihr euch zu Hause richtig hin und frühstückt auch vor der Arbeit um 7? Nee, das kann ich nicht. Ich esse erst was wieder, wenn ich zu Hause bin. Das reicht mir auch völlig aus. Ja, auf jeden Fall nehme ich euch heute nochmal mit, weil gestern war ja das reine Gelaber. Und ja, heute ist noch Training. Dann habt ihr wie ein paar andere Bilder zwischendurch, weil in der Woche passiert halt immer relativ wenig, ne? Naja, auf jeden Fall fahre ich jetzt los und wir sehen uns dann in 6 Stunden. So, wir haben es jetzt 2:30 und ich habe Feierabend, also beziehungsweise ich sitze schon im Auto. Bin ein bisschen später, weil ich ich habe einen Strafzettel bekommen. Das ist ja so mitten in der Innenstadt und ihr kennt ja so Innenstädte, da kann man ja eigentlich nirgends parken. Und da ist aber eine Straße mit so Häusern noch und da sind so 3 Parkbuchten. Also da sind Parkbuchten. Und jetzt habe ich einen Strafzettel bekommen und habe geschaut, ja, wie sieht's aus? Stehe ich da jetzt wirklich im Parkverbot? Nein, stehe ich nicht. Also da ist nirgendwo ein Schild Parkverbot oder dass nur Leute mit Parkausweis dort parken dürfen oder sonstiges. Ja, ich warte jetzt auf den Brief und dann werde ich da Widerspruch dann einlegen, weil das sehe ich gar nicht ein, dass ich da 15 Euro bezahlen muss. Ich weiß nicht. So, ihr rutscht jetzt gerade runter, weil die Straße hier nicht gerade so optimal ist. Wir sehen uns dann zu Hause wieder. So, wir haben jetzt schon 3:45. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit nicht gefilmt, weil ich muss gestehen, ich habe meine Kamera im Auto liegen lassen, habe die jetzt eben gerade erst geholt. Kassier ist auch schon zu Hause. Ich habe ihn um 3:45 von der Kita geholt und war dann noch ein bisschen laufen mit ihm. Weil, ja, frische Luft und die Sonne scheint und ja, mein Kind ist ja so
autosüchtig, wie ihr hört. Und seit Neuem sagt er jetzt zu Autos immer Eier. Also er kann zwar, also Auto hat er vorher schon gesagt, zwar nicht so deutlich, klar. Aber ja, er sagt immer Eier. Alles, was mit Autos zu tun hat, ist Eier. Ja, und jetzt werde ich auf jeden Fall, er hat jetzt schon was getrunken und gegessen auch schon. Und wir werden uns jetzt noch ein bisschen beschäftigen. Meine Mama kommt um. Oh, bitte verzeiht ihr. Ist das denn wieder Kassiel? Nein. Hör mal auf. Hör mal auf. Dudu. Ja, meine Mama kommt um 6:30. Und dann gehe ich ja zum Training. Meine Mama bringt ihn dann hier ins Bett, denn es ist für ihn stressfrei. Ich habe Cassia jetzt noch mal einen Snack gemacht. Das sind, ich glaube, von Baby Dream sind die. Solche Erdbeerkekse. Also Kekse sieht man auch so die Stücken hier. Mit solchen Erdbeerstücken drin. Und da habe ich ihm jetzt ein paar gemacht. Die kann er jetzt noch snacken. Und ja, ich überlege gerade, ob wir vielleicht doch noch rausgehen. Es ist so toll draußen. So, ich bin jetzt vom Training wieder zu Hause. Patrick ist auch da. Peace out. Bis er das mal mitgekriegt hat, dass ich ihn meine. Ja, wir machen uns jetzt gerade was. Das ist kein Spiegel, ja. Das ist nur ein Bildschirm. Obwohl ich das auch immer als Spiegel nutze. Ja, wir machen uns jetzt gerade was zum Abendbrot. Patrick macht sich hier knackerwarm. Und meine Mama hat heute grüne Bohnensuppe gekocht und hatte mir vorhin was mitgebracht. Habe ich mich natürlich gefreut. Und da mache ich mir jetzt bloß eine Schale warm. Ich habe mich vorhin mit dem Fisch, den ich mir dann noch von gestern Morgen gemacht habe, ein bisschen überfressen. Aber wenigstens ein bisschen was, weil ich weiß, sonst kriege ich nachher wieder Hunger. Und dann fresse ich nachher wieder Süßigkeiten. Und nee, ich kriege jetzt meine Schritte nicht mehr zusammen. Ich habe ein Tagesziel von 10.000 Schritten. Habe ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber locker geschafft, aber da ich ja jetzt wieder im Büro bin, hocke ich manchmal, wenn ich nach der Arbeit Feierabend habe, bei 3000 Schritten. Und das ist echt mies. Also heute mit Training war natürlich dann weitaus mehr. Aber ja, ich muss ja irgendwann mal auf meine Schritte kommen. Und Kopfschmerzen habe ich auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt daran, weil ich heute nicht richtig getrunken habe. Also ich habe nur viel Kaffee und viel Energy getrunken, aber nichts Vernünftiges und Richtiges. Wahrscheinlich wird es daran liegen. Ja, wir machen uns auf jeden Fall jetzt erstmal Essen. Und dann melde ich mich später bei euch. So, und wir gönnen uns jetzt als Nachtisch ein großes Ü-Ei. Also jeder ein großes Ü-Ei. Schon irgendwie ein bisschen peinlich.
Die sind noch von Weihnachten, aber die waren bei Black.de bei uns für 1 €. Die hatte ich euch schon mal in einem Blog gezeigt. Hatte ich eigentlich für die Mädels, aber ist schon eine Weile her, die ich mitgebracht habe. Jetzt waren immer noch 5 übrig und jetzt habe ich die mit nach Hause genommen. Mein Mann freut sich immer über Eier, ne? Ja, sieht's aus. Ja, manche Leute ja nicht so. Oder Kinder. Verpeppelte Kinder. Wir freuen uns über solche Kleinigkeiten. Spannung, Spiel, Spaß und Schokolade. Und doppelt. Ja, wir hatten beide dasselbe drin. Das ist hier so ein Schneemann. Eigentlich, wenn man den rollt, dann soll der sich oben drehen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Doch, hier sieht man das. Aha, da seht ihr das. Und letztes Mal hatten wir schon einen, auch so einen Schneemann drin mit einem Stempel unten dran. Das fand ich auch sehr cool. Kann Mogi nämlich selbstständig stempeln, weil er malt ja ganz gerne. Ja, und die Sachen sind halt schön groß, also da kann er nichts verschlucken oder so. Aber letztendlich fliegen die dann doch in den Müll wahrscheinlich, weil das ist das Wichtige. Das da, das. Ist ja nicht süß, wie er so da liegt. Du bist so süß. Du bist so süß. Mama, ich möchte jetzt nicht kuscheln. Das ist Mogis Sitzsack. Du drückst immer die Lehne runter, ne? Jo. Mama, lass mich in Ruhe. So, ich habe mich jetzt schon, also nicht bettfertig gemacht, ich habe mir jetzt bloß die Haare alles rausgemacht, weil ich so Kopfschmerzen hatte und ich habe immer das Gefühl, das ist von diesen Haargummis und den Spangen, die man dann da immer so reinsteckt. Und deswegen habe ich die jetzt so ein bisschen, naja, mehr oder minder irgendwie zusammen gemacht. Jetzt werde ich mich gleich noch abschminken. Und dann, jetzt ist es, ach, die Uhr geht ja falsch, 9:30 schon. Da werde ich auf jeden Fall mich bettfertig machen, weil ich bin echt irgendwie K.O. müde. Obwohl heute Nacht die Nacht schon ein bisschen besser war. Aber ja, man hat doch noch einiges an Schlaf nachzuholen. Und ja, morgen gucken wir uns ein Häuschen an. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Ich habe so viel erzählt in dem Blog, da weiß ich gar nicht, was ich euch erzählt habe. Auf jeden Fall hat sich das vorhin kurzfristig ergeben. Eine Freundin arbeitet bei der Hausverwaltung, die habe ich dann gleich angerufen. Und wo ich das gesehen habe und habe ihr gesagt, ja, wie sieht's aus, ist das Häuschen, ja, ist noch frei und so. Habe dann gleich den jetzigen Mieter angerufen. Ja, 115 Quadratmeter. Da steht jetzt drin 3 Zimmer. Ich hoffe, dass es vielleicht doch mehr sind. Ach doch, ich glaube, ich habe euch das schon erzählt. Oh, wei. Könnt ihr mal sehen, ich bin verwirrt. Ja, also ich wollte mich jetzt auf jeden Fall von euch verabschieden. Werde den Blog jetzt erstmal anfangen zu schneiden. Werde das, denke ich mal, morgen Vormittag weitermachen. Und dann, ja, wünsche ich euch einen super schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Blog wieder. Und Patrick kommt gerade rein, deswegen habe ich geguckt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Blog wieder. Und bis dahin, bye bye.